Grüß Gott allerseits und auch heute wieder recht herzlich willkommen beim bunten Kulturschaufenster aus Günzburg, dem ersten im neuen Jahr. Und ich hoffe doch, dass Sie alle gut herübergekommen sind. Und das sind die Themen heute. Erstens, 14. historischer Schäfflertanz in Ginkelscherbenkreis Augsburg. Zweitens, Ausstellung bunt illustrierter Speisekarten im Rathaus Burgau. Drittens, 7. Narrensprung in Dillingen. Viertens, wie es früher einmal war, Heimatabend in Roggenburg, Kreis Neu-Ulm. Und fünftens, Nostalgieball im Stadtteil Grumbach, Kreis Günzburg. Und das alles sehen Sie auch im Internet über meine Homepage www.flott.tv.de. Nur alle 7 Jahre, aber schon 100 Jahre lang, findet in Dinkelscherbenkreis Augsburg über die ganze Faschingszeit hinweg der historische Schäfflertanz statt. Es ist heuer die 14. Tanzsaison, nachdem er 1893 erstmals nach Münchner Vorbild aufgeführt wurde. Der Schäfflertanz erinnert an die überwundenen Pestjahre 1515 bis 1517, als die Münchner Schäffler mit neuem Lebensmut frohgesinnt durch die verödeten Straßen tanzten. Er wurde im Verlaufe der Jahrhunderte auch im bayerischen Umland zum Brauchtum und so erwarb Dinkelscherben 1892 sein Aufführungsrecht von der Münchner Schäfflerzunft. Fortan wird er in deren Standestracht als besonderes kulturelles Ereignis während der ganzen Faschingszeit heuer rund 140 Mal aufgeführt. Pro Termin finden bis zu 15 Tänze statt. Getanzt werden verschiedene festgeschriebene Figuren, vom sogenannten Schlangentanz, der Laube, dem Kreuz bis hin zur Krone. Die 40 Mitwirkenden müssen mindestens 18 Jahre alt, ledig, gut beleumundet und in Dinkelscherben sesshaft sein. Es ist eine Ehre für sie, daran teilnehmen zu dürfen. Die Fassschläger imitieren mit ihrem Takt das Reifen antreiben. Zum Wohle ihrer Sponsoren bringen die Reifenschwinger Trinksprüche aus und lassen sie hochleben. Der hochwohlgeborene Harry Josef Schmid, er soll leben! Hoch, hoch, hoch! Alle, sie sollen leben! Hoch, hoch, hoch! Letzter Tanz der aktuellen Saison ist am Faschingsdienstag vor der Schäfflerherberge, dem Gasthaus zum Adler am Marktplatz von Dinkelscherben. Dass nicht nur lukullische Gaumenfreuden und Tischsitten, sondern auch bunt illustrierte Speisekarten zur Gastrokultur gehören, beweist eine kleine Ausstellung im Rathausfoyer im Burgau, Kreis Günzburg. Ein Kessel Buntes könnte man fast sagen, wenn es nicht eine Glasvitrine wäre, in der die im wahrsten Sinne des Wortes kostbaren Exponate ausgestellt sind. Denn die wenigsten davon bekam die Burgauer Sammlerin Irene Silberhorn geschenkt. Bis Mitte der 80er Jahre hat man die immer geschenkt bekommen, also ohne weiteres. Und also Ende der 80er und Anfang der 90er hat man dann schon was verlangt dafür. Ab und zu habe ich dann noch 20 Mark bezahlt und dann habe ich es sein lassen. Wenn auch die meisten der originell gestalteten Exponate von Burgauer Gastronomen stammen, so finden sich auch Auswärtige darunter. So zum Beispiel aus München, wo die Burgauerin vorübergehend auch sesshaft war. Dazu zählt diese Speisekarte von Schloss Berg mit dem König Ludwig Konterfei. Ihre zahlreichen Verwandtenbesuche in Übersee bescherten ihr auch Speisekarten aus Amerika. Sie sind als kostenlose Gaben an Old Bavaria zu verstehen. Die Ausstellung endet mit dem Monat Januar. Sie ist eine Präsentation des historischen Vereins Burgau Stadt und Umland. Wie es früher einmal war, unter diesem Motto fand in Roggenburg, Kreis Neu-Ulm, kürzlich ein gemütlicher Heimatabend des Vereins für Heimatpflege statt, der großen Zuspruch fand.
Wegen des Platzmangels in der heutigen Sendung nur eine kleine Kostprobe, das nächste Mal in 4 Wochen dann etwas mehr. Sie sagt, sie wäre aus Franken, aus Franken. Ich tät mich schön bedanken, la 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 la. Ich tät mich schön bedanken. Sie sagt, sie wäre aus Schwaben, aus Schwaben. Juchai, die muss ich haben, la 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 la. Juchai, dich muss ich haben. Bis auf den letzten Platz gefüllt war die alte Roggenschenke in klösterlicher Nachbarschaft. Als heimische Vortragskünstler schwäbischer Mundart, Musiker, Sängerinnen und Sänger in bunter Folge die kleine Saalbühne belebten. Aber auch gemeinsam mit dem Publikum wurde gesungen. In Dillingen war wieder das Straßenpflasternarrt. Hier beteiligten sich 36 Fußgruppen aus der ganzen grenzüberschreitenden Region Donau-Iller am 7. Narrensprung. Bringen Sie mit. Der Narrensprung ist der Inbegriff der schwäbisch-alemannischen Fasnacht als Volksbrauchtum. Er hat seinen Ursprung in Oberschwaben und dem Bodenseegebiet. Von da hat er im Laufe der Jahrzehnte auch das hiesige Gäu zum Brauchtumsgebiet werden lassen und in Dillingen eine eigene Narrenzunft, die Biberstehler, ins Leben gerufen. Dadurch wurde bodenständiges, ursprünglich heidnisches Brauchtum auch hierzulande eingebürgert. Der sogenannte Gesellschaftsfasching mit Prunksitzung und Gardetanz nach rheinischem Karnevalsvorbild wurde davon aber keineswegs verdrängt. Das Publikum zählte heuer ca. 3000 Zuschauer an den Straßenrändern und war nicht selten unfreiwilliger Teilnehmer der Narretei, wenn die etwas rüden Gestalten unter den Häßträgern und Hexenmasken ihr Mütchen kühlten. Meist hatten sie es auf hübsche Mädchen abgesehen, die sie auf Besenstielen reiten ließen. Aber auch andere Zuschauerattacken gab es. Brauchtum als Alibi-Funktion, könnte man da sagen. Die Narrensprünge sind inzwischen auch in Nordschwaben zur Tradition geworden. Sie werden alle 2 Jahre wechselweise in Dillingen und Lauingen veranstaltet. Sie denken schon viel zu lange darüber nach, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte besser präsentieren können. Imagefilm, Produktwerbefilm, Messefilm oder Kinowerbung. Spektral TV, Film- und Fernsehproduktion. Besuchen Sie uns unter www.spektral.tv. Wir haben die Lösung. Nicht vergessen, www.spektral.tv. Wir haben die Lösung.
Die Donaulichtspiele, das Nobelkino des Landkreises Günzburg, befindet sich in Offingen. Das beliebte, renommierte Filmtheater mit seinem mehrfach staatlich prämierten Jahresfilmprogramm und der angenehmen Atmosphäre erwartet auch Sie und Tante Emma. Seit 1989 findet hier alljährlich ein Minifilmfestival statt, die Offinger Filmtage, mit originellen Ideen und Inhalten. In der Altstadt von Günzburg, gleich neben dem Kuhturm, steht das Gunzia Stadttheater, das Kino der exquisiten Filme mit dem besonderen Flair. Hier fühlt man sich wohl, wenn man den hektischen Trubel der Multiplexe nicht mag und eher Gediegenheit sucht. Dass auch hier die Zeit nicht stehen geblieben ist, beweisen modernste Kinotechnik und Ausstattung sowie ein gastliches Foyer mit kunstvoller Deckenmalerei. Kunst, Floristik, Antiquitäten, Wohnaccessoires und dazu exquisites Kaiserporzellan. Petras Interieur in Günzburg. Telefon 08221 27 39 75. Vom siebten Himmel edler Tropfen, Schloss Reisensburg. Ein Sekt, den man nicht trinkt, sondern genießt. Der Markensekt des Weinhauses Gollmitzer in Günzburg, Telefon 08221 33 11 0. Ein Ball der etwas anderen Art wurde heuer zum achten Mal in Grumbach veranstaltet. Es ist eine Ballnacht der Nostalgie, die bereits zur Tradition geworden ist. Sie feiert im hiesigen Stadtsaal alljährlich im Fasching fröhliche Urstände. Feiern Sie mit und schalten Sie in 4 Wochen wieder rein in mein Bundeskulturschaufenster. Bis dahin, grüß Gott und auf Wiedersehen. Wie anno dazumal geht es zu beim Nostalgieball, den die Krumbacher Forschungs- und Beratungsstelle für Volksmusik seit 1995 veranstaltet. Eröffnet wird, wie könnte es anders sein, mit der traditionellen Polonaise. Eine bunte Palette von alten, zum Teil etwas vergessenen Tänzen aus 2 Jahrhunderten bereitet hier das Ballvergnügen der etwas anderen, nicht eben modernen Art. Und die Alternative wird von den 250 Ballgästen nicht nur aus Krumbach dankbar angenommen. Sie maskieren sich fantasievoll nostalgisch. Wenn die Kostümierung auch recht sittsam ist, an Temperament lassen es die Ballbesucher nicht fehlen, was in manch ausgelassenen Tanzrunden gipfelt. Und jetzt geht's nochmal im Tempo los und wir drehen immer schneller. Zum Tanze spielte das Hürbener Ballorchester unter Leitung von Uwe Rachut, Evergreens aus vergangenen Tagen von Noten aus dem Volksmusikarchiv. Dabei darf ein Gassenhauer nicht fehlen, der noch nicht zu den Evergreens zählt, auch wenn er schon einige Jahre alt ist und von einem richtigen Ballorchester nicht wegzudenken ist. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denk gelegentlich jemand mal an mich. Mein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert.
denn gelegentlich jemand mal an mich. Vielleicht, dass man für mich im Land der Erde Telefongebühr.